Ja, und somit willkommen zu einem kleinen Preview von Mass Effect Andromeda. Und zwar erstellen wir unseren eigenen Charakter. Ich habe euch ja hier bei Twitter gefragt. Ja, nur zwei Worte. Keine Freunde. Ja, und ihr habt ausgesucht, wir nehmen männlich. Aussehen anpassen, ne? Individuelles Aussehen. Was sind wir denn? Ah, kann man den Kopf nicht drehen? Ah, doch, da. Hui, hui. Nein. Nein. Oh. Der hatte wohl zu viel 50 Shades of Grey geguckt. Ah, sieht schon besser aus. Ah. Cooles Tattoo. Der ist irgendwie ein bisschen Mirror's Edge, ne? Kann das sein? Ja. Ja, Bart cool. So ein Trucker-Bart. Coole Narbe. Okay, der ist mit dem Rasierer abgerutscht. Zweimal. Welchen Kopf nehmen wir denn jetzt? Okay, ich glaube den... Nee, ich will nicht den Kopf. Wir lassen den Standardkopf. Ausbildung wählen. Was nehmen wir denn? Sicherheitspersonal. Details. Während ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft, Betäubungsschuss. Verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, das Gegner zu Boden schleudert. Joa. Turbolader gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Klingt cool. Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Das ist natürlich noch besser. Ich liebe es, wenn man mehr Waffen mittragen kann. So. Designierter Biotika. Antibiotika? Okay. Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Werfen. Ja, die meisten Sachen kennen wir ja noch aus den alten Teilen. Für die, die die alten Teile nicht gespielt haben, schämt euch. Benutzt ihre biotischen Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Ja, das hatte ich bei Shepard auch. Nebenbei, ich bin noch Mass Effect 3 privat am Spielen. Und es ist einfach geil. BioWare hat's einfach drauf. Singularität erzeugt einen Strudel der Gegner, die hineingeraten festhält und außer Gefecht sitzt. Ja, das hatte mein blaues Alien immer. Ich nenne sie mal Blue. Überlastung. Löst eine elektrostatische Entladung aus, die Schilden und synthetischen Feinden hohen Schaden zufügt. Kann auf mehrere Ziele überspringen. Achso, ich kann noch scrollen. Invasion. Hackt sich in Panzerung und Waffen ihrer Gegner, infiziert sie mit einem Computervirus zur Schwächung der Verteidigung und kann sogar auf Feinde in der Nähe überspringen. Klingt cool. Entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Ey, das klingt ja auch cool. Anführer. Energieentzug. Entzieht Energie aus den Schilden ihres Zieles und stärkt damit ihre eigenen. Okay. Ups, Moment. Auslöschung. Okay, das klingt rabiat. Erzeugt ein sich bewegendes eine sich bewegende Aura von Masseneffektfeldern um sie herum, das Gegner in der Nähe langsam, aber stetig Schaden zufügt. Klingt cool. Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Okay, Kämpfer. Sturmangriff. Sie stürzen sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her.
Ist das nicht das, was man bei den Gameplay-Videos schon gesehen hat von Mass Effect selber? Zähigkeiten und möglich ist, mehr Waffen mitzuführen. Sturmangriff. Sie oben. Was? Man hat nur zwei Dinger? Agent. Taktische Tarnung. Sie werden mit Hilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Klingt cool, wenn man Stealth macht. Wenn Sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten Sie einen großen Schadensbonus. Okay, jetzt bin ich geneigt zu nehmen. Also Sicherheitspersonal hat ja schon mal so ein paar Sachen mehr. Aber Kämpfer und Agent? Agent ist natürlich cool. So stealth-mäßig, mehr Waffen. Der Kämpfer hat mehr Bum-Bum. Kämpfer, Agent oder Sicherheitspersonal? Gott. Ja. Ah, ich nehme mal Agent. Name festlegen. Oh, lassen wir den Scott Ryder mal, ne? Zwilling? Wie Zwilling? Ich weiß, dass man das Koop spielen kann, aber... Ja. Ich glaube, die lassen wir mal, ne? Wen nehmen wir denn da? Zu viel Make-up, zu wenig Make-up. Ja, nee, ist klar. Wieso müssen immer die Europäischen so dargestellt werden? Nee, Moment. Wir lassen das. So, Vergangenheit. Aktuelle Vergangenheit weiblicher Shepard. Sorry, aber ich spiele im Männlichen. Wow. Commander Shepard war männlich. Oh yeah, wir waren sowas von männlich. Charakterdaten importieren? Sie müssen online sein. Ich bin doch online. Achso. Aha. Ich bin aber online. Kann man sonst nichts machen? Ey, ich wollte ein bisschen mehr machen. Ausbildung, Agent. Und welche Fähigkeiten sie schon relativ bald erhalten? Relativ bald. Was heißt das bei denen? So ungefähr. Mal so gefragt. Meiner sieht doch nicht schlecht aus, der Ryder, ne? Okay. Ja. Ein bisschen mehr Bart wäre. Das, sowas wäre jetzt noch schön. Ja? So ein bisschen die Gesichtsform. Weil das konnte man bei den alten Teilen. Da konnte man Bart, Narben, Augenfarbe ändern. Warum hier nicht? Das finde ich schade. Ich meine, ich habe den Shepard sowieso da gelassen, wie er ist. Außer blaue Augenfarbe habe ich gemacht. Ja. Und ich war Wächter. Was waren eure Sachen? Schreibt sie mir mal rein. Oder frage an euch. Was werdet ihr spielen? Männlich, weiblich? Was werdet ihr einstellen für Klassen? Wie hier Ausbildung. Was werdet ihr davon nehmen? Was ist mehr euer Spielstil? Hau drauf auf die Friese? Oder mehr, oh, ich bin stealthy und greif von hinten an?
Ich meine, ich werde sowieso wieder meine Standardsachen machen, bestimmt wie bei Mass Effect 1 und 3. Ja, Schande auf mir, ich habe den zweiten noch nicht gespielt. Hol ich aber nach, keine Sorge. Also ja, meine Standardsachen halt Sniper, Schrotflinte und ein fettes MG. MG in the house, yo! Ich weiß nicht, aber irgendwie... Ja. Ne, wir bleiben bei Agent. Ja, sonst kann man ja eigentlich nichts machen, ne? Und er sieht immer noch knackig aus. Männlich. Rothaarig. Ja, und wie wir ja alle wissen, spielt das Spiel 600 Jahre nach Teil 3. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Nein, es gibt keine Spoiler von den anderen Teilen. Aber ich hoffe, sie lehnen sich wenigstens ein bisschen an und ehren das Spiel noch. Also die alten Teile. Weil sie waren einfach geil. Gut. Das war das Charaktererstellungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, guckt mal da unten rechts in der Ecke, ne? Ja. Wenn ihr noch was Fragen habt oder sowas, stellt mir einfach einen Tipp, was die Buchstaben hergeben. Und wir sehen uns dann im vollen Spiel. Bis dann!